Warte. Silvester steht vor der Tür und somit hat auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern wieder begonnen. Doch beim Kauf und auch bei der Handhabung sollte man einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, denn jedes Jahr ereignen sich gefährliche Unfälle aufgrund fahrlässigem und gedankenlosen Gebrauch von Feuerwerkskörpern. Deshalb gilt: Schutzbrillen tragen, nur geprüfte Feuerwerkskörper verwenden, die Ware bis zum Einsatz kühl und trocken lagern, die Gebrauchsanleitung genau befolgen und vor allem Alkohol aus dem Spiel lassen. 3 Tage nach dem vereitelten Anschlag auf ein US-Flugzeug hat US-Präsident Barack Obama einen entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus angekündigt. Seine Regierung werde nicht ruhen, bis alle Verantwortlichen für den Anschlagsversuch gefunden und zur Rechenschaft gezogen seien, sagte Obama an seinem Weihnachtsurlaubsort auf Hawaii. Zu dem Anschlag bekannte sich kurz zuvor das terroristische Netzwerk Al-Qaida. Ungeachtet zahlreicher Gnadenappelle hat China einen wegen Drogenschmuggels verurteilten Briten hingerichtet. Großbritanniens Regierungschef Gordon Brown teilte in London mit, er verurteile diesen Schritt aufs Schärfste. Die Regierung in Peking bestätigte, dass der 53-jährige Shaikh mit einer Giftspritze hingerichtet worden sei. Shaikh war am September 2007 in Ürümqi mit 4 Kilogramm Heroin festgenommen worden.